Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Systeria. So, wir sagen hier direkt einmal fortsetzen. Haben in der Nähe der heiligen Inschriften beim letzten Mal aufgehört, wo auch immer das gewesen sein soll. Kann ich mich gerade nicht so richtig dran erinnern. Ah, stimmt. Wir haben beim letzten Mal die Kardinälen besiegt. Hey Dazzle, thanks for helping me out. With your help, we were able to win against Medusa. I only did my job. That goes for both of us. Genau, und Dazzle hat offenbart, dass er eigentlich blind ist. Ist natürlich in dem Video nicht so ganz rübergekommen, weil wir genau Dazzle diese wunderhübsche Sonnenbrille aufgesetzt hatten. Aber nun ja, jetzt wissen wir, er ist blind, orientiert sich nur anhand des Windes und von Geräuschen. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Kardinälen besiegt und müssen jetzt den Rittern mitteilen, dass sie sich mal einen Kopf machen müssen. Okay. No müssen wir nicht, die kommen zu uns. I see. You? We were able to convince the Emperor to believe us, but he wants to believe the Cardinal as well. To that end, he wanted an opportunity for both of us to have our say before him. The Cardinal's not gonna show. There's a chance the Knights might be labeled as assassins. Sorry. Why, there's no need for you to apologize. I'll take all the blame for it. Saray wasn't the one who killed the Cardinal. A professional assassin showed up. They whispered thusly, "May these weary bones find peaceful rest." But that's the calling card the Scattered Bones Assassin Guild leaves at the scene of their doings. Is this true? It is, right? The hell's wrong with you? Just say it. Yeah. I see. I shall report to my superiors about the Assassin's Guild. But to think they could carry out an assassination right under the Shepherd's nose. The Scattered Bones certainly exceed their reputation. I don't know. Oh yeah, I'm quite sure they'll be pleased to hear it. I couldn't save the Cardinal. I couldn't save anyone. It stopped raining. How about we take a walk around town? Ein bisschen die Gemüter entspannen, ne? Der gute Saray ist doch ein bisschen fertig. Und Rose nimmt das alles so ganz locker hin. Na gut, sie ist halt die Chefin der Assassinen-Gilde. Ihr geht das nicht mehr so an die Nieren, aber Saray ist halt schon, wie gesagt, ziemlich durch deswegen. So, bist du hier? Sehr genie. Achtung! Der siebte Zug wird ab jetzt die Straßenpatrouille unterstützen. Der achte und alle Zug auch. Hört gut zu. Der lange Reden hat endlich nachgelassen. Die Leute werden versessen darauf sein, rauszugehen und etwas Sonne zu tanken. Seid aufmerksam und denkt an die Grundlagen zum Umgang mit Menschenmassen. Deeskalation. Verstanden? Abmarsch! Deeskalation heißt aber nicht, dass ihr uns hier einsperren müsst, ne? Okay, wir müssen also hier draußen lang. Uns das Nordviertel anschauen von Pendrago. Ja, und die Stadt hat doch ein bisschen mehr Charme, wenn es nicht die ganze Zeit regnet. So, was können wir hier machen? There are people you were able to save, Saray. And you got to see the shrine church, right? There's our touchy feeling, Mikleo. Touch Leo. Hey, hey, knock it off. How long is this funk of yours gonna last? Rose. Nuh-uh, no sorries and no thank yous. You and I both just did what we could. Let's both of us keep doing our very best, okay? Okay. Okay is okay. And on that note, let's go rest up. I'm beat.
Und da war sie wieder, unsere kleine Stalkerin. You're awake. Sorry, overslept. The Emperor seeks to rule directly. However, the diehard followers of the Cardinal have begun to act in very suspicious ways. So they're looking for a war, huh? And without their leader, there will be no one left to keep them in check. And so more will die. Not on my watch. I promise I can stop this war so that your efforts will not have been in vain. Thank you, Sergei. Now then. I don't know about you guys, but I'm starving. Let's see what the inn is serving. Of course he's hungry. He's done nothing but sleep. I'm surprised you slept so well. A lot has happened. Didn't hear Dezel grinding his teeth. For Saray. Oh, yeah? Guess his spirit needed the sleep. Will he be all right? I doubt this is the last time this kind of thing happens. True. You coming? Wieso stehen wir jetzt hier rum? Muss man nicht verstehen, aber wir gehen ins Gasthaus. Uns erstmal so richtig den Wanst vollschlagen, ne? Erstmal so eine richtig schöne Morgensuppe, damit der Tag gut losgehen kann. Wie war denn das? Vielleicht mit noch ein bisschen Einkaufen? Hast du irgendwas Neues? Pergament. Verteidigung und Arteverteidigung. Haben wir ein Pergament nicht schon? Bin mir unsicher. Ich würde einfach noch eins kaufen. Angelit, Radiusohrringe, Amphibol, Demeter, Ernte. Das klingt nicht schlecht. 63 Arteangriff soll aber schwächer sein als das, was wir jetzt ausgerüstet haben. Wir nehmen hier mal noch eine Amphibol-Weste mit. Stimmt, guck mal, hier steht doch in Besitz dran. Wir haben ein Pergament schon. Na gut, dann machen wir zumindest ein Plus 1 draus. Verlangsamungsschild nehmen wir auch mit und auch die edle Weste nehmen wir mit. So, Heilungsitems haben wir ja eigentlich genug, ja. Wir sind jetzt ein Stammkunde. Na, das ist doch wunderbar. So, guckt mal, hier haben wir doch Amphibol-Schwerter. Können wir gleich mal ein Plus 1 daraus machen? Wunderhübsch. So, was haben wir noch an Waffen? Amphibol-Dolche. So, was kann das gute Ding? Verlangsamungsfähigkeit und SA-Einsatz. Was kann der jetzige? Lähmungseffekt, KP-Wiederherstellung bei SA-Einsatz und Dauer von Werteerhöhungen. Ist alles für ein Popo, können wir eh nicht, denn einmal aufrüsten bitte. So, dann haben wir hier ganz viele Amphibol-Stäbe. Machen wir den mal ein bisschen besser und das lassen wir. Da verlieren wir nämlich den Angriff plus. So, was haben wir hier? Feuerangriffskraft plus 10. Ah, das werden wir verlieren. Das würden wir bei beiden Varianten verlieren. Nee, dann lassen wir das lieber mal. Das finde ich nicht gut. So, okay, da haben wir nichts. Da haben wir hier ein Diadem, welches immer noch versiegelt ist. Okay. Machen wir das mal auf plus 5 hoch. Hier haben wir noch ein Haarband. Warum wollte man das nicht erhöhen? Weil das auch gute Fähigkeiten verlieren würde, wie die Verteidigung plus 4%. So, was haben wir sonst? KP-Wiederherstellung, Verlangsamungsfähigkeit und SA-Erhöhung. Nö.
Das lassen wir mal. Hier haben wir genau eine Amphibol-Weste. Können wir das so machen? Gesamtschaden von weniger als 400, Werteverringerungen und KP-Wiederherstellung bei Verteidigung gegen den Arterangriff. Den Arterangriff finde ich ja eigentlich ganz gut. Können wir das so machen? Und hier vielleicht auch irgendwie so? Nee. Es hilft uns nicht. So, die edle Weste. Was haben wir hier? Gesamtschaden von weniger als 400 und SK-Wiederherstellung. Nee, ist beides doof. Lass mal erstmal so drinne, wie es ist. So, Ringe. Ein Verlangsamungsschild. Was haben wir hier? Arterangriff. Können wir den irgendwie behalten? So nicht. So würden wir auch den Arterangriff verlieren. Nee, dann lassen wir das natürlich auch erstmal. Hier die Giftwehr. Nee, das wollen wir so auch nicht. Das ist alles irgendwie doof. Alles nicht so schön. KP-Wiederherstellung bei Verteidigung ist ja aber auch eine schöne Maßnahme, ja. Aber ist das besser als Verteidigung plus 4%? Eigentlich nicht, oder? So, hier hat man Angriff plus 4. Das würden wir auch behalten bei dem Widerstandsschuhen. Ja, bauen wir mal. Die Wurfpumps. Ach, wir haben tatsächlich nicht so die schöne Ausrüstung, wie ich sie gerne hätte. So, guckt mal, wir können noch hier zum Beispiel die Giftwehr, die wollten wir rausmachen und wollten die dafür reinmachen, um die ein bisschen zu trainieren. Dann haben wir hier die Amphibol-Westen, genau, du wolltest auch eine neue bekommen. Und zwar diese hier. So, haben wir sonst noch irgendwo was? Eine Amphibol-Montur? Nee, ich glaube, hier wollten wir sonst eigentlich nichts mehr anpacken, oder? Hier würden wir 60 Angriff verlieren, nee. Können wir nochmal so eine Radius-Ohrringe kaufen? Die sehen eigentlich sehr, sehr schick aus. Komm, wir nehmen mal die edle Weste hier rein. Mit Gesamtschaden von weniger als 400 wird aufgehoben. Das finde ich halt ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn sie denn funktioniert. Okay. Und dann jetzt auf ins Gasthaus. Und die gute Morgensuppe essen. Drago Stew. I'd give that one about a 70. Maven! I heard about the church. Word travels fast. It must be difficult being the shepherd. Yeah, in more than a few ways, but I'm good. I'll make sure of it. I see. So, did you find anything out? Yes, Mautellus was not there. No? It's true. We went all the way to the back of the shrine. No dice. The Seraph Mautellus is shrouded in mystery. Some doubt whether or not he even exists. The Shrine Church has been able to promote faith in Mautellus all the way back to the era of Asgard. That wouldn't be possible without the blessing of an extremely powerful Seraph, don't you think? I believe that Mautellus really did exist and was supported by the people's worship. But then in that case, the problem is, when did he disappear? Well, he's a crazy powerful mega seraph with a blessing that covers the whole continent, right? When did he vanish? Same time his blessing went poof, I assume. You mean the beginning of the Age of Chaos? Wait, if Mautellus' disappearance was in fact the cause of the Age of Chaos, then if his blessing returns,
That might put an end to it. Let's search for Mautellus. Hey, Pops, got any ideas? Well, aside from Mautellus's shrine church, there are four other shrines where the power of the five lords is said to reside. The trial shrines! We were gonna check those out anyway! Huh, excellent! If you learn anything on your journeys, let us know. Sounds good. I'll try to trace the old legends as well. Farewell. Stay healthy. Thanks. Yep. I'll be sure to inform Agil and the rest of the guild that you are doing well, m'lady. I'm hungry. Essen Seraphine eigentlich was? Fällt mir da gerade so spontan ein. Looks like the two of them are starting to cheer up. Saray and Rose, I mean. Hope so. Saray does worry me sometimes when he bottles things up. He does, doesn't he? But so do you, Lila. Don't forget, we're here for you too. You're quite right. Thank you. Können die beiden mal die Klappe halten, wenn ich Leute anspreche? Die Heuesaison ist wieder da. Am besten sollte man sich nicht nach draußen trauen. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Now, how exactly should we go about looking for the trial shrines? Was ist denn die that Heuesaison? That mural in Tintagel could tell us the general locations, but... But beyond that, we're probably just gonna have to go and look for them. Und welche Wandmalerei wurde da gerade gemeint? In Tintagel? Was ist denn Tintagel? Waren wir schon mal in Tintagel? Ich glaube nämlich irgendwie nicht. So, haben wir jetzt schon was gegessen? Nein. Guckt mal, hier gibt es einen Drago-Eintopf. Der soll ja ganz toll gewesen sein. Stellt 50%... Hier nehmen wir. Eine halbe Heilung, wenn wir halb tot sind. Das ist doch super. You're not going to sleep yet? Yeah. I want to take a look around the city. It's so quiet that I can feel the gravity of the city's history. Fitting for an ancient capital born from the height of the era of Asgard. It's kind of dawning on me. The things we read about in books actually exist. What a poem this would make if we were travelers of old. A poem? Ah, Pendrago, where the evening lights are blinding sights. Come on. Okay, it wasn't great, but I gotta start somewhere, right? What the? What was that? Quit it, Mikleo. It wasn't me. Let's check outside. Okay, wir speichern mal. Ich hab da so eine Ahnung. Ihr vielleicht auch? Was that Howl just now? Him? I'm not sure, but this doesn't feel like his domain. Could it really be? Also ich glaube nicht, dass das Heldalf war. Falls die darauf jetzt hinaus würden. Besorg dir die restlichen spirituellen Kräfte. Das ist doch jetzt gar nicht unsere Mission. Ja, guckt mal da hinten. Da ist ein Ausrufezeichen. Das ist Heldalf. Oder? Nee, was bist du denn? Kittybeard, Kitty Tiger. Okay, steht hier einfach mal so ein Boss rum. Der Bestienmeister ist ein Terrier und ein Drache. Widerstand gegen alles, natürlich. The Beastmaster. It must be a master beast demon who says it must be. That's pretty blunt. I'll have to avoid saying must in the future. Be gone! No escape! It's over! Er kommt ja auch nicht dazu anzugreifen, die arme Sau. Rose, das war eine ziemlich doofe Idee, sich zu verwandeln.
I will smite evil! Shatterfang! 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 Scorch Snap! Purgatory is mine! Sonic Rock! I will smite Scorch evil! Snap! I'll give my all! Burn! No escape! Don't push yourself, Lila! Be gone! No escape! It's over! Lord of Ready? Water! How's this? Be gone! This is bad. Watch your health. Ready? No escape! It's over! Break on through! No, be gone! It won't end here! It won't end here! It won't end here! Elixir pierce and explode! Binding fire! Ready? Smite the malevolence! Let's get him! Eat it's that. Time! Mystische Art! Full Tempest! Ready? Offer your protection! Healing power! Yeah! Tiger Blade! Lightning Earth Tiger Dragon Light. Fang! Go Freeze on, Luther! Shatter Fang! Shadow Shot! Rending Gale! Rending Gale! Be gone! Freeze, Lancer! Return to void! Helling Fang! You know Tiger nothing. Blade! Tiger Deliver Reckless Dazzle! Your voice! Surge Courage! Shatter Fang! Shining it won't end here! Fairy Demons! Sleeping Dragon! Twin Flow Fingers! Aqua Blade! Multiple Earth Currents! Dragon Fang! Sonic Flurry! Shield Siphon! Howling Gale! I will smite evil! Shadow Shot! Bring it Try this! Yeah! Tiger Blade! I command me! I'll give my all! Trigger! Ice! Cap! Rhythm Demon! I command me! Ready? Geh weg von meiner Edna! Raging Tide! Purity Heal! I will smite evil! Return to void! Take this! This! You know nothing! Be gone! Earth Dragon Turrets. Fang! Sword Rain! Glimmer Dragon! Oh, jetzt pack mal aus! Earth Dragon Fang! Dragon. Sonic Flurry! I need a hand! Oh, Holy Fountain! 5 stars! It's time! 1000 Schaden pro Schlag. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. I'll give my all! I will smite evil! Back off! Let me tell your fortune. Please pick one. No thanks. Choosing not to choose means you're a short fuse type. That's fortune telling? Das war's jetzt einfach so? Naja, haben wir mal 3000 Erfahrungspunkte so nebenbei bekommen, ne? Und neubsch. So, was war das jetzt für ein Typ? It's a fat cat? My, my, that's pretty rude of you. I prefer the term pleasantly plump. Sorry. Angenehm mollig. Damn, another dead lead. Are you perhaps Morgrem? Indeed I am. Is she famous? She's a high-ranking seraph who's a lone wolf, cat, and is imbued with a powerful blessing. Whoa. Alas, how shameful that you had to see that side of me. This city is filled with the desires of greedy humans. I don't think you should feel responsible for it. No, I must atone for it. Shepard, you are looking for a seraph to bring the blessing to this city, are you not? Well, this city is... Pendrago is a big city. It's impossible to eliminate all the malevolence, and the church still holds the power. But that means all the more that there are those who would cry out for salvation. They're just turning to Seraphim out of desperation. Yet are the people's wishes not genuine? I can still maintain the blessing with them. But still, you could become a Hellion again. I've got an idea. Why not use the church's authority against them? Wait, do you intend to filter human prayers? Pretty sneaky. I've been pondering over the role of the blessing in human society. Any conclusion? It doesn't really do anyone any favors if I just take their prayers and give them the blessing in return. Quite a lot of stress for nothing. To coexist with humans in peace, there are many things that Seraphim must be conscious of. I see. I hope the Seraphim you're thinking of will notice as well. Oh, what a quick-witted lass! Huh? You're not talking about yourself? You mean another seraph, yeah?
I truly hope they notice me and my efforts. We understand your idea. We'll try and find an appropriate vessel for you. Is the inscription of the Shrine Church still there? If we use that, I should be able to maintain a good distance with the believers. It's still there. Please, Morgrim. Shepard, I know I have said much, but remember that I do not distrust humans. It's just that humans and Seraphim need to know where they stand on the issues. Yes, indeed. Both parties shall. Yes, indeed. Das klang gerade wie aus Dark Souls geklaut. Morgrim sure is the cat's quite a person. Yeah, even though she looks so fat, and I mean proportionate. Malevolence, prayer, enshrinement, giving the blessing. We Seraphim ought to reconsider how we interact with humans, like Morgrim has. We humans should do the same for Seraphim. I think making that effort is the first step for peaceful coexistence, both for the Seraphim and humans. But even Morgrim became a Hellion. Reality is cruel. Yeah, so are you. Let's not get too idealistic just yet, though, huh? Right. There was so much malevolence in Pendrago that even Morgrim couldn't handle it by herself. We can't ignore that fact. Maybe there's a reason why. A reason that might have something to do with the overflowing malevolence. You may be right. We shouldn't leave it all to Morgrim, and be sure to check up on her once in a while. Yeah. Der Segen für die Region Pendrago wurde wiederhergestellt. Na, das ist doch mal was. Pendrago, Beweis der Verjüngung erhalten. Manchmal würde ich mir ein bisschen länger wünschen, dass diese Items da angezeigt werden. Weil was habe ich denn jetzt davon? So, herunterladbare Inhalte? Nee, ich glaube, hier sind wir falsch. Dunkelwindwächter, alte Farbe, eine andere Farbe. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Haarschnitt, Dunkelwindwächter. So. So, hier haben wir anormale Kugeln. Was konnten die nochmal? Ach so, das waren diese Items, die uns hier dauerhaft die Fertigkeiten erhöhen, ne? So, Pendrago, Beweis der Verjüngung. Der Beweis, dass der Segen von Pendrago wiederhergestellt wurde, und zwar dank der Kraft des Seraphs Morgrim. Okay. So, was haben wir hier? Göttliches Artefakt Wasser, ein Bogenartefakt nach der Kleidung von Wassergeistern. Beweis für den Nebenherrscherpakt zwischen Mikle und Layla. So, das haben wir auch. Lasst uns doch mal die Segenskugeln alle machen, oder? Ach so, nee, die steigen einfach so. Ah, verstehe. Und das steigert einfach auch so die Leben. Da müssen wir gar nichts für machen. Okay. Battle. Dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Gut, dass wir das gefunden haben. Wir haben jetzt einfach so ein paar Leben mehr. Stimmt das? 1690 hatten wir vorher auch, weiß ich nicht. Was ist denn das da unten?